Da ist das gute Stück. Und das muss ich jetzt nach oben schleppen. Und das große Paket ist schwer. Verdammt schwer, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen könnt, wisst ihr, worum es heute geht. Mein neues Babybett ist nämlich da und ich möchte mit euch gemeinsam dieses Bettchen auspacken und auch aufbauen. Und deswegen mache ich dieses Video und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Mein Bett ist endlich da. Ich freue mich so riesig darüber. Das Bett steht allerdings noch unten im Flur. Das muss ich jetzt erstmal hochholen. Das Bett sollte eigentlich erst Ende Juli, Anfang August kommen. Jetzt ist es eher gekommen. Es ist eigentlich schon seit letzter Woche Freitag hier. Also letzte Woche Freitag ist es geliefert worden. Und ich habe aber bis jetzt keine Zeit gehabt, richtig, das Bett aufzubauen, geschweige denn das mal hochzuholen. Nicht wundern, ich habe eine neue Haarfarbe drauf. Mehr dazu erfahrt ihr aber im Vlog am Sonntag. Und ich würde sagen, wir holen jetzt mal ein Babybett hoch. Da ist das gute Stück. Und das muss ich jetzt nach oben schleppen. Und das große Paket ist schwer. Verdammt schwer, Leute. Das ist auf jeden Fall ganz leicht, das kleine Paket. Ich denke mal, da ist der Stoff drin und hier unten ist dann das Bett drin. Da ist es. Ja, oben. Endlich. Man glaubt es kaum. Aber dieses Paket wiegt tatsächlich 30 Kilo. Oh, und das habe ich gemerkt. Und als Beweis zeige ich euch das jetzt nochmal. Da steht auch noch drauf. 30 Kilo. Wow, ich muss schon sagen, es ist gut gepolstert. Auf jeden Fall. Es ist richtig gut gepolstert, damit auch ja nichts passiert. Das hier ist dann wohl unsere Kiste mit den Schrauben und alles. So. Das hätten wir schon mal. Macht ihr das auch immer so? Also ich teile mir immer direkt alles ein, damit das dann halt beim Aufbau sozusagen schneller geht und ich dann auch die richtige Schraube dazu nehme. Hier ist meine Bedienungsanleitung. So wird das dann hier Schritt für Schritt gemacht. Ich bin gespannt. Ich habe gerade gemerkt, dass meine Kamera ausgegangen ist und ich weiß nicht, wie lange die jetzt aufgenommen hat und wie lange nicht. Deswegen gibt es einen kleinen Zwischenstand bei uns. Und zwar sieht unser Bett schon mal so aus. Ich bin gerade dabei, jetzt hier die Schienen und die Aufleger für die Platten, also für die Bodenplatten vom Bett
rein zu montieren. Die Seite habe ich jetzt schon, jetzt will ich noch die Seite machen und hier in den an der Mitte kommen so Streben rein. Was richtig gut ist, ist, dass die Böden selbst auch noch im Babybett verankert werden. Also das finde ich richtig gut. Ich melde mich zurück. Ich habe jetzt keine Ahnung wie lange, also mindestens 2 Stunden habe ich jetzt daran gewerkelt. Das lag aber auch daran, weil ich das Gefühl hatte, die Seitenteile waren falsch montiert, weil die optisch so aussehen, als wären die so nach innen gebogen. Das ist aber nur eine optische Täuschung. Für alle die, die sich das Bett jetzt auch kaufen möchten, weil sie ein echtes Kind erwarten oder sowas. Also lasst euch da bitte nicht irritieren. Das ist wirklich, wie gesagt, nur eine optische Täuschung. Das werdet ihr dann auch sehen, wenn das Bett dann komplett steht. Ich habe mich für die große Variante entschieden. Also ich habe es jetzt nicht als Stubenwagen sozusagen genommen, sondern als festes, also als richtiges Babybett. Und es ist ein Bett auf Rollen und ich zeige euch das jetzt. Es ist ein wirkliches Träumchen, wirklich. Da ist es. Und wie ihr sehen könnt, hat schon jemand wieder Platz genommen. Ja. Ich werde das natürlich jetzt noch in den Laufe der Zeit noch ein bisschen testen mit hin und her schieben und so und wie das ist. Allerdings, die Rollen sind schon sehr, sehr gut. Die finde ich richtig, richtig super, die Rollen. Und es ist wirklich alles dabei. Also ihr braucht euch echt keine Sorgen mehr machen. Es sind 3 Matratzenteile. Einmal dieses Mittelteil und zweimal diese Rundteile. Es sind 2 Nestchen dabei. Ich habe die aber jetzt so zusammen gemacht, weil ich das ganz schön finde, so ein Rundumnest. Also einmal so ein langes Nest und dann hier so ein kurzes Nest dabei. Dann der Himmel natürlich mit allem drum und dran. Bei einem echten Kind müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr den Himmel dran machen möchtet oder nicht. Ich finde es halt sehr, sehr schön und es spricht halt auch nichts dagegen, bei einem echten Kind das den Himmel da dran zu machen. Das Einzige, was halt ist, natürlich achtet darauf, dass ihr kein Bettzeug da reinpackt, wobei auch das dabei ist. Und zwar habe ich das alles jetzt hier liegen. Hier ist zum einen die große Decke für das große Babybett. Dann hier eine 80x80 Decke, so eine kleine für das Stubenbett. Und dann sind hier 2 Kissen dabei. Einmal ein großes Kissen für das große Bett und ein kleines Kissen für das kleine Bett. Und ihr habt passend dazu natürlich auch die kompletten Bezüge. Also Kissenbezüge und Deckenbezüge. Das Einzige, was bei dem Bett fehlt, ich finde es jetzt nicht tragisch, ist, es fehlt dort ein Spannbettlaken bei. Ich habe mir einfach von meinen Babybetten ein Spannbettlaken genommen und das passt auch wunderbar drauf. Super sieht das alles aus. Nur, dass das Bett nicht für dich ist, mein junger Mann. Findest du das so schön da drin, ne? Ja? Oh. So schön ist das? Ja? Alles klar, also das Bett hat schon mal die Katzenprobe erfolgreich gemeistert. Genau. Ich werde jetzt noch ein bisschen, so ein paar Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, da noch dran machen, damit dann Milan und Delia sich hier reinnuscheln können, außer wenn der junge Mann hier nicht mehr aussteigt. Dann habe ich ein Problem. Nur nebenbei noch, das Bett habe ich selbst gekauft. Das ist nicht gesponsert. Es war ein Traum. Schon seit 2 Jahren wollte ich dieses Bett haben. Aber dann ist immer was zwischengekommen. Und ja, die mich schon lange verfolgen, kennen mich und wissen, dass für mich
an erster Stelle einfach meine Familie steht, dass es meinen Katzen gut geht, dass wir genug zu essen auf dem Tisch haben, dass unser Auto funktioniert, also die lebenswichtigen Dinge sozusagen. Und alles, was mit meinem Hobby zu tun hat, ist einfach auch für mich Luxus, sage ich jetzt mal. Und darauf kann und muss ich nun mal halt auch verzichten, wenn irgendetwas ist, was jetzt wichtiger ist. Jetzt habe ich es und jetzt ist es natürlich, ja, total schön und ich freue mich natürlich gerade riesig. Und ja, ich kann einfach nur auch meiner Familie danken, dass ich, ja, diesen Luxus mir jetzt gönnen durfte. Ich werde mich jetzt von euch aus diesem Video verabschieden. Alles Weitere seht ihr am Sonntag im Vlog. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Für alle anderen, die überlegen, sich halt auch so ein Bett anzuschaffen, hoffe ich, dass dieses Video vielleicht hilfreich war. Und ich setze euch natürlich unten in der Infobox den Link für dieses Bett rein. Mein Herr liegt immer noch da drin. Ich weiß auch nicht, ob der da nochmal rauskommt, der Stinker. Im Moment findet er es toll. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns am Sonntag im Vlog wieder. Also, bis Sonntag. Tschüss. I won't just say